Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Purzelcake. Letztes Jahr kam ja der neue Star Wars Film raus und auch ich habe mir den angesehen und ich weiß nicht, wem von euch das aufgefallen ist, aber es gibt eine Szene in dem Film, die geht wirklich nur ein, zwei Sekunden, wo die BB-8-Einheit in Pink auftaucht. Und ich fand das so klasse, dass ich mir gesagt habe, ich mache eine BB-8-Pink-Torte. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Nicole aus Nicoles Zuckerwerk hat passend zu meinem kleinen BB-8 in Pink den kleinen blauen R2-D2 gemacht und ihr Video werde ich hier oben in der Infobox, hier oben in der Infocard und unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, dass meine kleine BB-8-Einheit in einen Kurzfilm geraten ist und auch den könnt ihr euch natürlich im Laufe der Woche auf meinem Kanal ansehen und würde mich natürlich freuen, wenn super viele Leute da einschalten würden. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt erst einmal viel Spaß bei dem Video. Mein Wunderkuchenteig mit Orangensaft fülle ich jetzt gleich hier in diese Edelstahl-Salatschüsseln, um diese Kugelform hinzubekommen. Eignen die sich natürlich super. Da habe ich direkt zwei Hälften, die dann später mit der Ganache zusammengeklebt werden. Das Wunderkuchenrezept habe ich hier jetzt mit frisch gepresstem Orangensaft gemacht, um das Ganze etwas fruchtiger und saftiger zu machen. Nachher werde ich den fertig gebackenen Kuchen auch nochmal mit etwas Orangensaft tränken. Den fertig gebackenen Kuchen lösen wir dann vorsichtig aus der Form heraus und lassen sie einmal ordentlich auskühlen. Am besten lasst ihr sie über Nacht stehen, damit sie wirklich ausgekühlt sind. Dann könnt ihr sie zuschneiden, also die Wölbung oben etwas wegschneiden und den Abschnitt auf jeden Fall aufheben, den brauchen wir nachher noch. Als nächstes kümmern wir uns schon mal um die Deko. Da habe ich jetzt pinkfarbenen Fondant genommen. Den rollen wir jetzt erst einmal möglichst dünn aus. Und dann schneide ich mir meine Elemente raus, die ich für meine Torte nachher brauche. Ich habe mir das Ganze jetzt so abgemessen, dass ich meine Figur etwa eine DIN A4 Blattgröße mache und habe mir dann ein Bild ausgedruckt und da hatte ich dann die Größe, die ich dann auch für die Elemente brauche und habe dann geschaut, was hat diese Größe und ich habe hier die Dessertringe gefunden, die die Größe hatten und ihr könnt das Ganze aber auch mit einem Schüsselchen oder mit einem Glas ausstechen, ganz was ihr braucht, je nach Größe. Ich nehme jetzt hier den kleineren Dessertring und steche die Mitte aus, sodass ich einen äußeren Ring erhalte. Und das Ganze mache ich dann fünfmal, damit ich fünf von diesen Ringen habe. Dann schneide ich mir die restlichen Elemente noch raus. Die versuche ich dann noch passend zu machen, damit sie von der Größe her auch passen. Und die stelle ich dann erstmal zur Seite auf einem Tellerchen, wo sie möglichst gerade liegen. Und decke das Ganze mit Frischhaltefolie ab, damit sie nicht zu trocken werden. Als nächstes holen wir unsere Kuchenhälften und streichen die mit einer dünnen Schicht von der Ganache ein. Das dient natürlich erst einmal zur Krümelbindung. Lasst das Ganze einmal fest werden und dann nehmt ihr euch ein Stück Pappe oder ein Cakeboard und stellt eine Kuchenhälfte dort schon mal drauf. Dann tränke ich das Ganze nochmal mit Orangensaft. Das Ganze mache ich auch bei der zweiten Hälfte und das dient natürlich dazu, dass der Kuchen schön saftig wird. Als nächstes nehme ich mir auch nochmal von der Ganache und streiche die inneren Flächen ein und klappe mir das Ganze dann zusammen zu einer schönen Kugel und die Lücken, die dann noch da sind, fülle ich dann auch nochmal mit der Ganache auf. Das Ganze sollte natürlich jetzt erstmal nochmal fest werden und dann geben wir die letzte Schicht von der Ganache drauf, das wird dann die Feinarbeit. Da wird dann alles nochmal komplett mit Ganache eingestrichen und da nehme ich mir zu Hilfe ein Stück Backpapier oder normales Papier, je nachdem was ihr habt, und mache das zu einem Streifen und ziehe von unten nach oben mir meine Kugel richtig schön glatt, dass ich eine schöne glatte Oberfläche bekomme.
Als nächstes kümmern wir uns um den Kopf. Da habe ich jetzt einmal eine halbe Kugel und dann noch einmal ein zweites Stück von einer zweiten halben Kugel, wo ich einfach nur unten etwas abgeschnitten habe. Tränke das Ganze hier auch nochmal mit Orangensaft. Und auch hier streiche ich das Ganze mit der Ganache ein, klebe die zwei Hälften damit zusammen und bestreiche auch die komplett mit der Ganache. Und das Ganze sollte natürlich dann auch erstmal fest werden. Und dann kommt eine zweite Schicht Ganache drauf. Und auch da verwende ich den Trick mit dem Papier, um die Oberfläche schön glatt zu bekommen. Nun kommen wir ans Eindecken der Kuchen. Dazu nehme ich mir weißen Fondant und rolle den nicht allzu dünn aus, denn durch das Nachziehen bei der Kugelform sollte der Teig nicht zu dünn sein, damit er uns nachher beim Eindecken nicht reißt. Damit decke ich jetzt erst einmal den unteren Teil ein und den oberen Teil decken wir nachher auch nochmal mit weißem Fondant ein. Zuerst drückt ihr ihn einfach mit der Hand oben etwas an, um die Luftblasen rauszubekommen. Dann nehmt ihr euren Tortenkletter und könnt das Ganze etwas fester andrücken und die Oberfläche auch etwas glatter bekommen. Dann zieht ihr von unten den Fondant immer etwas nach, um die Falten herauszustreichen. Immer von oben nach unten streichen, um die Falten und die Luft herauszudrücken. Ja. Dann schneidet ihr den Überschuss von dem Fondant einfach mit einem Messerchen ab, lasst einen kleinen Rand übrig und den klappen wir nachher einfach unter die Torte drunter, damit wir einen schönen Abschluss bekommen. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit dem oberen Teil des Kuchens. Auch hier weißen Fondant ausrollen, nicht zu dünn. Und auch das decken wir jetzt einmal mit dem weißen Fondant ein. Und schon kann es an die Deko gehen. Ich habe meinen Kuchen schon auf ein Cakeboard gestellt und nun klebe ich meine pinken, ausgestochenen Elemente an die Torte dran. Das Ganze mache ich mit etwas Zuckerkleber. Wie ihr Zuckerkleber selber herstellen könnt, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Nachdem ihr all eure Elemente mit Zuckerkleber festgeklebt habt,
Nehme ich mir jetzt hier ein Glas zu Hilfe, weil das jetzt gerade die passende Größe hat, und markiere mir hier die Stellen, die ich nachher ausmalen möchte für den inneren Teil der Kreise. Ihr könnt die Sachen natürlich auch nochmal aus grauem Fondant ausstechen, nur ich fand die Variante mit dem Draufmalen einfacher, wie jetzt jede Kleinigkeit nochmal separat auszustechen. Dazu nehme ich mir mein Modelliertool und male die Elemente einfach in den Fondant rein. Für die Schrauboptik habe ich mir hier meine Spritztüllen genommen und habe in zwei verschiedenen Größen nun hier diese Schrauben reingedrückt. Nun könnt ihr bei eurer Torte überall, wo ihr die Elemente seht, ich habe das Ganze ja hier auf einem Bild, seht ihr ja hier, und habe das Ganze einfach abgemalt und das mit meinen Modelliertools in den Fondant reingedrückt. Nicht zu fest, damit er euch nicht reißt, sondern nur ganz leicht. Dann habe ich mir etwas Lebensmittelfarbe in Alkohol aufgelöst und bemale jetzt hier die Elemente, die ich vorher mit dem Spitztool im Fondant markiert hatte, um jetzt die passende Optik zu bekommen. Da habe ich jetzt ein leichtes Grau gewählt und male jetzt die ganzen Elemente aus. Auch die Linien, die ich eingedrückt habe, habe ich jetzt hier auch nochmal mit einem ganz blassen Grau eingepinselt, damit man sie einfach auch besser sehen kann. Mit dem gleichen Prinzip machen wir das jetzt mit dem oberen Teil der Torte. Hier habe ich jetzt den Dessertring, der hat die richtige Größe, und das Glas. Und drücke mir hier dann die Markierungen rein. Und auch da mache ich das Muster mit meinen Modelliertools in den Fondant hinein und male das Ganze auch später mit Lebensmittelfarbe aus. Hier habe ich nun meinen Extruder und drücke hier pinkfarbenen Fondant zu einer Schlange und klebe den jetzt um meinen Kopf herum mit etwas Zuckerkleber. Ich habe hier jetzt schon das Auge modelliert aus schwarzem Fondant, werde das gleich aber nochmal etwas verbessern, weil mir das mit dem dicken Grau drumherum gar nicht so gefallen hat. Da habe ich dann später nochmal etwas dünneres Grau drumherum gelegt.
Die restlichen rosa Elemente, die um die Torte noch drumherum kommen, habe ich mir hier von dieser Schlange in Stückchen geschnitten und auch nochmal mit Zuckerkleber um meinen Kopf da drumherum geklebt. Und schon sind die zwei Elemente meiner Torte fertig. Nun nehme ich mir den unteren Teil meiner Torte. Ihr seht ja, hier habe ich auf dem Cakeboard schon die Kuchenkrümel verteilt von dem Abschnitt, den wir noch übrig gelassen hatten. Hier habe ich jetzt eine Stütze reingegeben in den Kuchen, damit mir der Kopf auch nicht runterrutschen kann. Und den setze ich jetzt vorsichtig auf meinen unteren Teil drauf. Dann nehme ich mir silbernen Glitzerpuder und pudere damit die grauen Elemente nochmal ab, damit das Ganze schön metallisch glänzt. Dann verwende ich braune Puderfarbe und pudere damit den BB-8 Pink etwas schmutzig, weil er läuft ja schließlich in der Wüste und da bleibt man nicht wirklich sauber. Und damit man halt diesen Schmutz sehen kann, pudere ich hier nochmal ein bisschen mit brauner Puderfarbe mein BB-8 ab. Und dann ist er auch schon fertig und so sieht mein kleiner BB-8 nun aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch gefällt meine BB-8 Pink Einheit. Ich freue mich natürlich auch über eure Bewertungen und Kommentare zu meiner Torte. Und ansonsten gibt es ja noch die Nicole aus Nicoles Zuckerwerk. Die hat ja auch einen kleinen Droiden gemacht, den R2-D2. Schaltet unbedingt auch bei ihr mal rein. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Purzelcake. Tschüss!